Obwohl er schon so lange her von uns gegangen ist, dass das einfach immer noch aktuell ist. Ich meine, wer schafft schon so etwas? Das ist sein Vermächtnis und das, ist einfach, das zeigt halt wirklich, was er für ein grossartiges und einzigartiges Talent war. Der Sidi Abdelassar von El Hamma. Meine allererste Begegnung war in der Primarschule, wo ich den Song der Sidi Abdelassar von El Hamma gelernt habe. Und ich habe gerade vom ersten Moment, wo ich die Melodie gehört habe, einfach so ein Verbundungsgefühl dazu gehabt. Ich denke, das ist, weil ich Südspanier bin, Andalus, und ich halt einfach mit Flamenco-Musik aufgewachsen bin, was ja sehr arabisch geprägt ist, und der Song ist auch so arabisch geprägt. Und dann ist das, irgendwie hat mich der Song nie mehr losgelassen. Der Sidi Abdel Assar von El Hamma hat mal am Morgen früh noch im Pyjama. Durch das, dass die Songs so simpel aufgebaut sind in der Struktur, gibt es einem recht viel Freiraum, umso kreativer sein, was jetzt Beats betrifft oder die Interpretation von der Melodie und so weiter. Und darum finde ich, sind eigentlich die Songs von Mani Mater sehr dankbar. Und es liegt halt darum auf der Hand, dass man die Songs auch covert, weil sie halt wirklich sehr simpel und reduziert aufgebaut sind, nur Gesang und Gitarre. Das war die Tochter von Mohammed Mustafa. Die Melodie vom Original ist ja ganz simpel. Es ist die ganze. Und ich habe dann einfach probiert, das wirklich zu interpretieren und teilweise die Endungen ein bisschen anders zu machen. Aber ich bin immer von der Hauptmelodie ausgegangen. Und dann halt einfach so im Intro, das habe ich halt ein bisschen die Flamenco-Influences reingelassen. Und alles so Sachen halt. Hätte Abdelassar gesagt, oh Sidi. Er ist für mich einfach der grossartigste Künstler, den wir in der Schweiz jemals hatten, weil er einfach die Kunst beherrscht hat, einerseits ganz simple Songs zu machen mit einer Melodie, die sehr eingängig ist und wo alle Kinder mitsingen können. Und andererseits sind die Songs, wenn man auf die Lyrics lässt, haben so viel Tiefe gehabt, sind sozialkritisch gewesen und haben wirklich zum Denken angeregt. Und für mich ist das, was Musik sollte sein. Es soll zur Unterhaltung da sein, aber es soll auch eine Message haben. Und er hat das wirklich kombiniert und perfekt gemacht. Und trauert hier und da den schönen Augen an und denkt, hätte ich doch früher an.